Ich wollte gerade noch erklären, dass wir alles machen, aber ich glaube, ich schmeiß dich einfach blind rein. Es ist mir so egal. Es ist mir gerade so egal. Ich guck nochmal, ob ich alles habe. Replay Team. Ja, ich, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TTL-Video. Ich habe heute einen Gast dabei, weil TJ irgendwie nicht auftaucht. Hallo Andy. Was der Anfang ist! Ich liebe solche Anfänge. Ich merk's schon. Ja, ich bin auch am Abkacken gerade wieder. Ja, ist das natürlich immer doch. Andy ist ein bisschen krank, ich bin ein bisschen krank. Ist uns scheißegal, wir haben jetzt ich habe jetzt schon gesagt, komm. Andy, Sammy ist doch dein Mitbewohner. Wir spielen ja heute gegen Hex with Heat, by the way, mit diesem Team da. Da. Wunderschönes Team. Dankeschön. Und tatsächlich habe ich mir gedacht, komm, holen wir mal Andy ran. Der hat das Match nämlich, glaube ich, noch nicht mal richtig gesehen. Er weiß nur das Ergebnis. Ich kenne das Ergebnis, ja. Er weiß das Ergebnis. Und da TJ irgendwie einfach nicht auf Discord auftaucht, weil es ist wieder Dienstag. Ich möchte es wieder an den Dienstag hochladen, weil irgendwie Zeitmanagement und so ist bei uns zurzeit einfach. Ich weiß nicht, ob Dienstag der neue TPL-Tag bei mir ist oder ob ich es irgendwann hinbekomme, wieder an einem Sonntag hochzuladen. Aber es ist halt schwer, wenn wir Donnerstag bis Samstag kämpfen und TJ dann bis Sonntag nicht mehr online kommt. Ja. Dann ist es halt so, Montag ist so bei uns beiden kacke und Dienstag nehmen wir meistens auf, wenn er auftauchen würde. Auf jeden Fall. Ich für dich nochmal, ne, ihr wisst jetzt, wir reden ein bisschen erstmal über das Gegnerteam. Ne? Wir gucken uns ganz kurz den Kader von Hex with Offensive an. Ja, gegen das Kader kenne ich gut. Gegen den Kader kennst du halt gut. Das glaube ich dir. So, Hex with Heat. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe nicht umsonst Hex with Offensiv gesagt. Ich meine, guckt euch dieses Art hier an. Ne? Es ist einfach Hyper Offense. Es ist sehr, sehr ekelhaft, das Team, weil es hat sehr, sehr viel Momentum. Weil jedes ihrer Mons irgendeinen Move hat, um rauszuswitchen. Das stimmt. Wir haben auf Barakifa haben wir Flip-Turn, auf Kramor U-Turn. Ich glaube, Darmanitan kann U-Turn. Ich glaube. Ja. Kann nicht sogar Lycanroc auch U-Turn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann Mo Volt-Switch und dann halt, ja. Das Ding hat Momentum, das Ding hat keinen Kack-Speed, ne? Ich meine. Okay, wir haben Lycanroc und ist, glaube ich, das schnellste Mon bei denen. Mit Barrascuda haben sie halt keinen schlechten Speed, ne? Barrascuda ist das schnellste Mon im ganzen Game jetzt hier, weil, also bei uns jetzt im Matchup, weil halt Manectic ein Punkt langsamer ist tatsächlich. Und das Mon ist halt Lycanroc mit 110, ist halt auch solide, würde ich sagen, ne? Die haben halt gute Scarf-Optionen, womit denen halt der Speed auf keinen Fall fehlt. Einfach ein krass guter Kader, so, ne, und es war halt auch interessant, sich dagegen zu preppen, halt, Barakifa ist halt, deshalb Flip-Turn und ist schnell, was will man mehr, ne, also Momentum hat das auf jeden Fall, das kann reinhauen mit Band, Life-Op oder was weiß ich, ne, Kramor, wir haben es selber letzte Season gehabt, ne, das war halt das Mann, was wir gefirstpickt haben, wir kennen uns damit gut aus, du kannst das Ding geil spielen, speziell defensiv mit Beere, zum Beispiel gegen Manectic oder halt Iron Defense Body Press oder beides gemischt, geht auch. Kannst du speziell defensiv mit Beere spielen und dann einfach Iron Defense Body Press drücken. Dann bist du einfach das tankigste Viech der Welt. Ja. Kramor ist ein sehr, sehr cooles Mann. Ja, Kramor ist super. Wir haben ja das laut Tierlist schlechtere Kramor. Panzeron. Ja, also finde ich nicht mal. Panzeron ist ein sehr, sehr gutes Mann. Panzeron ist ein gutes Mann für sich, weil, okay, Kramor hat die bessere Spezialdefensive, aber Panzeron hat halt Rocks. Das ist ja geil. Ja, und ich liebe Panzereron. Ich habe Panzereron ist sowieso auch geil. Auch schon mal selber in der League gespielt und ich liebe das Ding. So, dann. Ja, Darmanitan, was soll man sagen? Das Ding haut gefühlt alles One-Hit weg, gefühlt, wenn es halt wirklich Damage machen will. Du kannst es Scarf spielen, du kannst es Band spielen, du kannst es was weiß ich spielen. Und es böllert halt einfach rein. So, Porygon 2 ist einfach das ekelhafteste Scheiß. Nein, also. Es ist halt. Wirklich, wirklich tanky mit Evolid, ne? Das ist nicht umsonst Art hier. Mit Download hat es auch noch eine coole Fähigkeit und Trace hat also zwei coole Fähigkeiten. Download ist halt ganz interessant, weil du halt immer plus 1 startest, ne? Das heißt, wenn du mal ein offensiveres spielen willst, ist halt auch ganz geil.
Gudra ist halt ein speziell offensives Biest, was dazu noch ein bisschen viel tankt. Mo braucht man gar nicht viel sagen. Das Typing ist ganz cool. Es ist halt eine Rotom-Form. Levitate, das heißt Bodenimmunität. Was eh juckt durch den Pflanzentypen. Toxicroak ist ganz cool. Mareterelit auch. Ich glaube, das ist Knuddeluff bei denen im D-Tier. Ist das Knuddeluff? Andy? Ich glaube Knuddeluff. Ich sehe das hier. Ich sehe das Kader ja jetzt gerade nicht. Ich habe das jetzt leider. Ja, Knuddeluff, glaube ich. Dann Mega Firnontor. Das niedrigste Mega. Trotzdem ganz cool, dass sie ein Mega da haben. Nicht so wie andere Teams. Hallo? Also, willst du gerade noch was anspielen? Alles gut, alles gut. Zu euch kommen wir mal anders mal. Das Megafon unter Rot ist literally gesniped. Die Empfehlung zum Draft-Stream ist draußen. dann, ja. Sandama ist halt nochmal ein guter Rapid-Spinner mit, Electro-Immunity. Wir machen einfach mal direkt weiter und kommen einfach zu den Sachen, die wir mitgenommen haben. Indem wir mal kurz rüber wechseln, nämlich hierhin war das, glaube ich. Ja, da haben wir es. Versus Hexworth hier, wir haben uns gedacht, packen wir mal ein... ich war einfach dumm und habe einfach den Namen falsch geschrieben. Wieder von Chai Tio Min Min, perfekt, Profis sind am Werk. Werdet ihr noch sehen. Wir haben Miltank dabei. Miltank war halt die physisch-defensive Wall. Das Ding konnte einfach fucking, ich glaube, drei oder... Das Ding konnte, glaube ich, nicht mal gefree-hitted werden von einem Bantam-Man-Turn. So. Es war halt absolut tanky. Dazu noch der Boyenhelm. Falls wir in Flare-Blitz rein switchen wollten, zum Beispiel, ne? Dass das Ding halt noch mehr Recoil bekommt. Dann haben wir uns gedacht, wir spielen Milk Drink und Death Rocks, weil wir wollen Rocks legen, wir wollen uns hochheilen. Body Press haben wir als offensiven Move genommen und als letztes Thunder Wave, weil mit Body Press haben wir alles okay getroffen. Und wir hätten uns überlegt, ob wir Earthquake mitnehmen, extra für Darm. Haben dann aber gesagt, nee, scheiß drauf, Body Press reicht eigentlich, ne? Und dachten uns Thunder Wave, weil Thunder Wave hätte tatsächlich mindestens Graf Darmanitern gewesen sein würde im Gegnerteam, ne? Würde es paralysiert genau einen Punkt, also Full Speed paralysiert. Genau ein Punkt unter unser Mittag sein, dann würde es trotzdem schneller sein, das Mittag. Das ist ganz. Para ist ja eh immer geil, ey. Para ist eh immer geil. Dann hatten wir Hitmon, war halt unsere speziell defensive Wall, obwohl es gar nicht mal speziell defensives Investment hat. Wir hatten halt Attacken drauf gespielt und dachten uns halt Assault West. Assault West ist halt geil, weil mit Assault West kann es eigentlich fast alles, was bei denen speziell ist, 1v1. Außer vielleicht Porygon. Ne? Weil Porygon Hard Damage macht. Weil Porygon halt Hard Damage macht, aber einen Gudrak kriegen wir eigentlich down. Rotom Mo kriegen wir down. Und dafür ist halt Thunder Punch, Ice Punch da. Drain Punch und halt Rapid Spin, falls wir halt bei uns Rocks liegen haben. Beziehungsweise wir auf plus 1 gehen wollen. Celeste. Scarf. Weil wir uns dachten, Scarf sieht gut aus. Also in unseren Köpfen sah Scarf gut aus. Scarf outspeedet, also unser Mon outspeedet ein Scarf der Manitern und wir killen der Manitern mit einer Sludge Wave, wenn es ein bisschen angechippt ist tatsächlich. Wir konnten dadurch Modus spielen und die einzigen beiden Sachen, die uns outspeedet hätten, wären Scarf Lycanroc oder ein Scarf Barrascuda, was sie nicht spielen werden. Weil, obwohl Lycanroc maybe, aber die werden kein Scarf Barrascuda spielen, weil das ist ein Barrascuda. So. Ja, da brauchst du keinen Scarf drauf. Toxic weiterhin drauf, damit wir sowas wie Karma toxicen können, zusammen mit Corrosion. Oder halt Toxic Quark. Dutch Wave, Flamethrower und Fire Blast haben wir tatsächlich ausgetauscht. Das ist noch ein Fehler hier beim Pokepace. Da haben wir noch Dragon Pulse drauf gespielt. Weil wir halt anstatt, warum auch immer, zwei Fire Moves, weil TJ das bei dem Pokepace da reingemacht hat, noch. Grüße gehen raus. Haben wir uns gedacht, dass wir lieber noch einen Dragon-Type-Attack spielen, um vielleicht Gudra ein bisschen mehr anzudamagen. Manectic, ganz klassisches Set. Wieder die drei klassischen Moves, Flamethrower, Volt Switch, Thunderbolt. Und diesmal der Toxic, da wir fanden, dass halt Status-Effekte gegen dem Gegner-Team halt dezent schaden. Zumindest Toxic. Auf Porygon zum Beispiel. Du willst das Ding toxicen, wenn du kannst. Du willst einen Gudra toxicen, wenn du kannst. Du willst halt alles, was so ein bisschen schwer ist, down zu kriegen, eigentlich toxicen, um halt irgendwie das gegen zu stallen. Und dazu
ist halt unser Manectic, ne? Das ist halt einfach geil in dem Spieltag. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Mons, einmal Deckenlampe. Die Namen von euch finde ich, finde die so super. Ja. Deckenlampe war halt einfach nur, ja, Body Press Brave Bird. Wir wollten halt angreifen. Das war halt unser Ziel, ne? Und wir dachten uns halt, mit den beiden Attacken kriegen wir es gut hin. Dazu noch Defog und Roost, weil wir keine Stealth Rocks brauchten, weil die Stealth Rocks bei Metanks sind. Halt Hazard Removal bei uns. Noch einer, ne? Wir haben beide mitgenommen diesmal. Und insgesamt physisch-defensiv, weil wir einfach noch eine physisch-defensive Wall wollten. Und zu guter Letzt Zoroark, unser I Can All, weil es halt auch Night Days benutzen kann und wir dadurch Strikes bekommen. Grüße. mit tatsächlich, ist es das Set? Ich glaube ja, wir haben ein Mix-Set gespielt. Tatsächlich. Mit Life Orb, weil wir uns dachten, wir wollen mit Knockoff halt ein bisschen anchippen. Aber trotzdem halt auch zum Beispiel sowas wie Flamethrower brauchen wir halt. Und deswegen haben wir gesagt, wir spielen ein bisschen Mixed. Mit Life Orb bedeutet einfach beides okay an. Na, also das ist halt insgesamt solide. So. Würde ich halt nicht lange rumschnacken und würde sagen, wir kommen einfach mal instant zum Replay. Das mache ich mal an. Da haben wir es. Zack. Da ist es. Und was sehen wir bei Sammy und Levin? Richtig. Am Ende Turn Gudra, Kramor, Porygon, Mo und Barracuda. Oder Barracuda oder Barrakiefer, nicht Barracuda, egal. Wir haben mit 5 Mons safe gerechnet. Das letzte Mon war einfach Barracuda, wo wir halt dachten, okay, kann man mitnehmen, ne, klar. Wir dachten uns halt, entweder kommt, Barrakiefer dachten wir uns, kommt entweder mit. Oder Marithalid oder Toxicroak, aber die anderen 5 waren uns klar, dass die eigentlich mitkommen. Besonders da Manaton, Gudra, Porygon. Und halt auch Mo, weil halt Mo einfach insane aussieht, ne. Ja. Und wir haben hier in dem Fall mit, ich glaube, Miltank sogar oder geleadet, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja, und die also kamen mit Porygon rein. Ja, generell, ich würde gerade auch sagen, lead mit Miltank wäre an der Stelle einfach schlau, weil ja. Mit Miltank machst du erstmal nichts falsch. Man sieht halt direkt, okay, die spielen ja. Download und zwar halt klar, okay, Porygon möchte Kills machen. Wir gehen halt auf Hitmon, weil wir halt einen Hit von dem Ding tanken, ne? Thunderbolt zum Beispiel macht uns halt 36% und wir healen uns mit einem Drain Punch dagegen. Und hier in dem Turn war halt die Sache, hey TJ, sag mal kurz, was kann Porygon denn für Attacken, die uns gut angreifen? Ja, Psychic und ich glaube Zywelle, aber nichts eigentlich, was uns one-hitten sollte, wenn wir full life sind. Okay. Drain Punch kommt, sie setzt Psyshock ein. TJ, ich hasse dich. Ja, das ja. War's mit Hitmon. Psyshock. Psyshock kam, Psyshock killt. Hitmon ist jetzt low. Wir kamen mit Celeste rein. Und Surprise, Surprise ist nicht Celeste, es ist unser Zoroark. haben sie halt jetzt nicht gedacht. Deswegen ist jetzt erstmal ihr Evolid weg. Und wir konnten dann halt U-Turn. Das macht halt a lot of damage ohne Evolid. Und konnten dann auf Skarm rausgehen, weil Skarm, wenn die halt nochmal recovern, das Ding 1v1, weil wir können Body Press drücken. Das macht a lot of damage, wir sind schneller. Und ein Thunderbolt killt uns nicht durch Sturdy. Wir können uns dann noch ein bisschen hochheilen. Und können jetzt hier einen weiteren Free Body Press rausbekommen. 5-5 steht's. Es wird kein 6-0, Jungs. Das war uns wichtig, um ehrlich zu sein, weil wir halt keinen Bock hatten auf ein 6-0. Barrakiefer kam rein und wir dachten uns halt Skarm, also Panzer-Eron, ist halt jetzt nicht mehr in dem so wichtig. Dazu wollten wir halt nichts an einen fucking Barrakiefer reinwechseln, weil alles davon mit mindestens Hälfte Schaden gekriegt hätte. Haben wir jetzt gedacht, komm, Kramor, du musst leiden. Kramor, sag ich wieder, Skarm muss leiden, raus mit dem. Leider wissen wir halt jetzt keine Informationen, weil das Ding, egal was es gespielt hätte, wahrscheinlich uns gekillt hätte mit Flip-Turn. Die gehen aber raus und wir können jetzt halt auf einen Gudra reagieren. Und dachten uns halt, komm, wir gehen jetzt mal mit Celeste, also Zoroark rein. Und drücken hier halt den Saven Knockoff. Kommt das Kramor rein tatsächlich und wir machen erstmal Kramor.
etwas Damage. Ich glaube, es war ein spezielles Kramor. Es war ein speziell defensives Kramor und es hatte tatsächlich die Wakanberry, bedeutet die Anti-Elektro-Beere. Ja, ja, also haben wir mit Voltenso schon mal gerechnet, das ist gut. Ja, mit Voltenso gerechnet und Voltenso macht ihm jetzt mehr Schaden. Ist für uns ganz geil. Wir drücken dann U-Turn. Wir haben gekrittet. Ja, yay. Der hat tatsächlich gemeddert, aber dazu kommen wir später. Beziehungsweise er hat eigentlich nicht gemeddert, denn jetzt sind wir mit Electric drin. Die U-Turn war okay von denen und gehen in Gudra. Und wir jetzt halt so, okay, fuck Gudra, wir wollen nichts reinwechseln, weil alles stirbt und unser Amphira muss leben, weil Amphira die einzige Wincon ist, die wir noch theoretisch haben. Aber er hat gesagt, ja, okay, wir sind schneller und toxiken das Ding. Draco killt uns safe. Und sie werden halt wahrscheinlich Draco drücken. Gehen in die Mega, Intimidate kommt raus. Toxiken, okay. Wir drücken Surf. Wir leben. Die haben halt wahrscheinlich mit dem Switchen gerechnet. Die dachten halt einfach, Surf wäre halt der safeste Play wahrscheinlich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil... wir dachten halt, dadurch konnten wir halt jetzt sagen, okay, nee, Manectic, du lebst noch und wir behalten dich. Wir gehen dann in Mid-Tank und können dann zum Beispiel noch einen Surf, macht uns halt nichts. Und dann können wir schön nochmal doublen und dann das Zoroark in den Draco schmeißen. Weil Zoroark brauchen wir wirklich nicht mehr. Und dadurch haben wir jetzt ein bisschen Toxic gestored und das Ding ist jetzt auf einmal auf 20%. Tada. Ne, ist halt ganz geil. Kommt Miltank rein und Miltank ist schneller. Bedeutet, wir können die Free Rocks rauslegen, weil wir wussten, dass sie das Ding nicht opfern wollen. Sind dann in Manectic gegangen, weil das war glaube ich der mit wichtigste Turn. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind Turn 14, es ist schon eine Stunde vergangen, weil wir einfach krass viel überlegt haben. und es war einfach nur so, Kramor, wenn es roostet, verlieren wir eigentlich. Wenn es roostet, verlieren wir. Wenn es angreift, verlieren wir. Weil wir sind in einer Kackposition mit 3 gegen 5. Wenn es defoggt, das Einzige, was uns noch hilft, ist, wenn es jetzt defoggt, haben wir noch eine bessere Position und haben eine bessere Chance. Ja. Wir gehen also auf Manectic, hoffen, dass es nicht roostet. Und er defoggt. Und Leute, auf der Range, durch den Crit vorhin, killt ein Volt Switch. Leute, wir drücken hier Volt Switch und sie opfern ihr Kramor. Und jetzt konnte ein Scarf Amphira in der Theorie durchgehen. Sollte Barakiefer nicht Aqua Jet besitzen, natürlich. Also sind wir auf Celeste. Und es kam erstmal Barakiefer rein und wir erstmal so, nein. Nein, nein. Wir gehen hier auch raus auf Manectic. Kein Bock, dass das Ding jetzt Aqua Jet drückt. Und wenn es Aqua Jet drückt, dann hat es erstens Intimidate drauf und wir gucken erstmal, ob es Aqua Jet besitzt. Gehen halt auf Manectic drauf, Intimidate kommt, das ist minus 1. Kann jetzt potenziell nicht mit einem Aqua Jet killen. Glaube ich. Das ist nicht keine 100% mehr zumindest. Wenn ich mich nicht irre, kann auch immer noch 100% sein. Die drücken Flipturn und gehen auf Dings raus. Wir gehen auf Celeste, drücken hier Starch Wave, weil jetzt kriegen wir einen safen Kill. Oder halt safen Chip, wenn es um Darm geht. Bei Barakiefer, ja. So, jetzt mussten wir halt gamblen. Auf Miltank gehen bringt nichts. Wir verlieren jetzt entweder hier einfach 3-0. Oder holen uns vielleicht noch einen Win. Drücken hier jetzt einfach Sludge Wave, die haben kein Aqua Jet dabei, wir killen das zweite Mal mit Amphira. Sie kommen mit Darm rein und wir dachten uns halt, ja fuck it, wir gehen auf Miltank, wir wollen das Ding anchippen. Wir haben Rocky Helmet, wir haben Body Press, eigentlich kriegen wir das Ding angechippt, weil wir jetzt noch zwei Hits leben, sollten sie nicht banned sein. Oder das könnte halt sein, dass sie banned sind. Scarf sind sie nicht, weil Sammy tatsächlich sich ein bisschen verraten haben. Weil sie im Chat geschrieben haben, why Scarf lol gegen Rotom und damit schon verraten haben, dass sie selber Scarf waren. Deswegen ist das Ding auch gestorben. Und deswegen konnten sie halt wissen, dass wir Scarf sind. Upgrade kommt. Wir sehen, es macht nicht viel Damage. Und sie drücken Sub. Sie waren ein Subset und Body Press breakt einfach den Sub. Und sie drücken nochmal Sub. Und Body Press breakt halt den Sub auch noch. Auch Crit sogar. Und jetzt dachten sie sich nur so, fuck it, wir drücken Earthquake. Denn
Body Press haut uns auf die Range, dass wir unsere Seikabeere sich aktiviert. Seikabeere, die sind also plus 1. Das Ding ist, auf plus 1 sind sie dennoch nicht schneller, weil wir halt auf dem Scarf Darmanitan gespeedcreept sind oder halt auf das schnellste Scarf, was Amphira outspeeden kann. Wären wir nur auf Barakifa gespeedcreept, hätte uns wahrscheinlich das Ding gekillt. Aber dadurch können wir jetzt einfach hier das Miltank in Ruhe opfern. Können den Amphira. Und tatsächlich können wir hier zweimal Sludgewave drücken und gewinnen gegen Hexproof Heat, nachdem es so kacke stand, 1-0. Sehr, sehr knapp 1-0. Das war ein sehr interessantes Match, das war sehr viele Predicts und es war halt einfach... Man musste sehr viel predicten, also wir haben versucht, das Beste rauszuholen. Ich habe von Sammy erfahren, dass Scarf am Piratus scheiße gegen die aussah und wir dachten uns nur so, I know, but idiots can be good. Und wir haben einfach was Dummes gemacht und damit gewonnen. Es hat funktioniert. Das ist das Krasse. Es hat funktioniert. Ja, und ich weiß halt, sollte funktionieren. Ich weiß halt aus persönlicher Erfahrung, ich hab's ja gehört, er hat echt, er war echt abgefuckt nach dem Match. Ja, also wir haben halt einem der beiden Teams, die halt gar keinen Loose hatten, den ersten Loose reingedrückt, ne? Ja, und wie gesagt, er war halt wirklich einfach nur mad. Er war wirklich einfach nur mad und dachte sich, als erstes Mal, war er halt mad darüber, das Game hat halt übel lang gedauert. Es war jetzt halt, also 25 Turns geht ja. Ja, 25 Turns geht, aber in Real Life waren es glaube ich 1,5 Stunden, weil wir halt... Ich wollte gerade sagen, 25 Turns, 1,5 Stunden. Ich und TJ haben halt krass viel überlegt, weil uns das Game wirklich wichtig war, genauso wie nächste Woche. Kuss geht raus, Benny. Wird halt auch witzig noch nächste Woche, aber... Insgesamt wollten wir halt diesen scheiß Win haben und ich weiß nicht wie, aber wir stehen gerade insane gut. Wir stehen gerade wirklich gut, denn, ach komm, wir machen einen kleinen Zusatz. Wir gucken uns nämlich jetzt zusammen, was an, als kleinen Zusatz, zusammen mit dir, Andy. Gucken wir uns denn an, wo unsere beiden Teams denn gerade zur Zeit stehen. Wir gucken uns mal die Tabelle an. Wo unsere beiden Teams stehen, das will ich nicht sehen. wir gucken uns einfach mal jetzt ein bisschen was an zu TP. Wo haben wir es? Da, zack, zack und da. Perfekt. Da haben wir das Doc ja. Von uns. Ne? Und in der Videobeschreibung könnt ihr auch auf das Doc zugreifen. Zurzeit, 5. Spieltag ist vergangen. Wir sehen, es hat ein bisschen was geändert. Wir sind wieder auf einem Playoff-Platz. Alle, die Platz 3 bis 7 haben alle 9 Punkte. Das heißt, wir sind alle sehr nah aneinander. Und zwei Plätze unter uns auf dem 9. Platz mit 3 Punkten weniger als wir, seht ihr Andy. Andy steht tatsächlich außer einer Niederlage weniger, mehr als wir, halt trotzdem nicht kacke, ne? Passt selbe Differenz. Insgesamt steht ihr habt halt einen Lose mehr, in 5 Spieltagen habt ihr halt ein bisschen weniger. Ja, natürlich. Ihr habt halt eine Winrate von 60%, nee, 40%, das ist halt okay, ne? Ist ja, halt, aber wir hatten halt... Ihr hattet halt auch die harten Gegner, muss ich sagen. Ja, ne? Die ersten beiden Spieltage waren echt deprimierend. Also erstmal die Mammutails, da waren halt als erster Gegner direkt schon ziemlich stark. Und dann noch in die zweite Runde mit unserem Team gegen Hexofeed. Ihr habt ja auch gegen die Spieltage, ne? Ja. Ja, das war zweiter Spieltag direkt Hexofeed. Das war, ja. Insgesamt... Man sieht ja, wie es ausgegangen ist. Mhm. Insgesamt war ein ganz nices Match, finde ich. War ganz witzig und ja, nächsten Spieltag spielen wir gegen Pion Dragisch tatsächlich und ihr spielt gegen Raid My Shadow Legends. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie das Match von Andy diesen Spieltag ausging, weil ihr wisst ja nicht, was passiert ist, ihr wisst nur, sie haben 2 Siege, ihr wisst nicht, ob eines davon diesen Spieltag passiert ist, weil er euch nur 2 Spieltage genannt hat, weil er intelligent ist, könnt ihr jetzt unten in der Videobeschreibung auch bei denen abchecken, wie bei den anderen ganzen Teilnehmern und ja, würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Ich danke dir, dass du dabei warst, Andy. Immer wieder gern, das ist erstmal sehr komisch für mich, das war das erste Mal, dass ich so richtig nachkommentiert habe, daher. Falls du jemanden zum Nachkommentieren für euch brauchst, sag Bescheid. Immer wieder, mach ich. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei dem 6. Spieltag der TPL gegen Pion Dragisch. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Digga, der Anfang war legendär. Ich liebe dich einfach. Du bist der Beste. Der Anfang war, der war ziemlich gut. Ich fand das lustig. ASMR. Ah, geil.